Ich möchte jetzt auch nochmal die Presse ansprechen zum Thema Meinungsfreiheit. Ich möchte euch alle daran erinnern, dass wir eine friedliche Bewegung sind und die Pressevertreter Teil unserer Versammlung sind. Bitte behandelt die Presse freundlich. Wenn ihr keine Interviews geben möchtet oder nicht gefilmt werden möchtet, teilt dies bitte den Journalisten mit. Was wurde letzte Woche nicht alles überberichtet? Spiegel TV bezeichnet uns als irre. Weiter fallen quer durch alle Medien Begriffe wie Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Pegida-Anhänger, Antisemiten, Corona-Rebellen und die Liste lässt sich beliebig fortführen. Ich möchte mich hiermit bei den Journalisten herzlich bedanken. Ihr habt mit eurer diffamierenden Berichterstattung allen ganz offen gezeigt, wie die Massenmedien funktionieren. Und offensichtlich haltet ihr uns für alle total bescheuert und denkt, das würde niemand durchschauen. Letzte Woche waren hier auf dem Wasen 20.000 Menschen. Jeder davon hat einen Freundeskreis und multipliziert unsere friedliche Botschaft. Damit hat alleine das Video des Roten Mannes schätzungsweise 500.000 Menschen erreicht. Er kommt nachher auch noch. Die nun verstehen, wie die Medien funktionieren. Deshalb möchte ich jetzt noch einmal alle Journalisten bitten, ab jetzt wahrheitsgemäß, unparteiisch und vollständig zu berichten. Denn sonst wird das passieren, was unausweichlich ist. Ihr werdet nicht mehr gebraucht. Die alternativen Formate werden euch ersetzen. Ich werde heute nach der Demo ab ca. 18.45 Uhr eine Pressekonferenz abhalten. Alle Journalisten, die teilnehmen möchten, melden sich bitte hier vorne beim Presseteam an. An alle Demo-Teilnehmer nochmal die Botschaft: Wir sind eine friedliche Bewegung. Bitte behandelt die Presse freundlich. Ja, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir um 16 Uhr die Live-Schalte, deshalb rede ich jetzt etwas schneller. Aber trotzdem gab es heute Nacht natürlich ein Ereignis, das ich gerne auch erwähnen würde. Ich würde die Technik wieder bitten, auf das iPad zu schalten, dass ich das einspielen kann. Heute Nacht wurden zwei LKW von VTS mit Brandbomben angegriffen. Als mich diese Nachricht heute Morgen erreicht hat, war ich schockiert. Jürgen hat einen Schaden von 200.000 Euro und das Risiko ist nicht versichert. Was die Angreifer vergessen, wir sind viele. Wenn jeder von euch Jürgen 5 Euro überweist, wird er für seinen Mut, unsere Demo zu unterstützen, nicht auf einem finanziellen Schaden sitzen bleiben. Ich würde die Technik nochmal bitten, das Bild jetzt einzuspielen mit dem Spendenaufruf und die andere Technik für die Telegram-Gruppe bitten, diese Infos direkt in die Telegram-Gruppe einzustellen. Dann habt ihr alle die Infos und bitte unterstützt den Jürgen.
Ja, einer der ersten Wissenschaftler, der sich zu Corona kritisch zu Wort gemeldet hat, war Wolfgang Wodak. Ich freue mich deshalb sehr, dass er uns einen Beitrag gesendet hat, den ich jetzt einspiele. Hallo, liebe Leute in Stuttgart. Schön, dass Sie so viele sind und schön, dass Sie sich heute wieder versammelt haben, um für unsere Freiheit sich einzusetzen, um sich für Vernunft einzusetzen und um sich dafür einzusetzen, dass dieser unsinnige Lockdown endlich beendet wird. Herzlichen Dank. Mein Name ist Wolfgang Wodak. Ich habe seit Anfang dieses Wahnsinns nicht nur mit dem Kopf geschüttelt, sondern habe mich auch dafür eingesetzt, dass Aufklärung betrieben wird. Ich verstehe was davon, denn ich bin Amtsarzt gewesen lange Zeit. Das heißt, ich habe gegen Seuchen gekämpft. Ganz viel. Und die gibt es ja schon ganz lange. Da gibt es Ausbrüche von ansteckenden Erkrankungen. Und es war immer so, dass ich gemerkt habe, wenn die Leute verstehen, wozu das nötig ist, weshalb man, wenn man ihnen erklärt und wenn sie nachvollziehen können, dass es sinnvoll ist, dann sind Leute auch sehr kooperativ und machen auch viele Dinge mit, auch wenn ihre Freiheiten manchmal dadurch etwas eingeschränkt werden. Aber was wir jetzt erleben, ist ein unvorstellbarer Blödsinn. Wir haben, wenn Sie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts angucken, die Zahlen, die von guten Leuten gemacht werden, die jedes Jahr gemacht wurden, wo ganz genau nachgeguckt wird, welche Erreger kommen, welche Krankheiten treten auf, durch immer dieselben Arztpraxen, jedes Jahr vergleichbar, werden die Daten gesammelt durch das Robert-Koch-Institut. Und da ist nichts zu sehen dieses Jahr. Es gibt nicht mehr Atemwegserkrankungen als die Jahre zuvor. Angeblich soll ja Covid-19 eine Atemwegsinfektion sein. Und das stimmt auch. Coronaviren machen Erkältungen, man muss husten, man hat Halsschmerzen, die Nase läuft und es gibt diesen berühmten Geruchsverlust manchmal für einige Zeit. Alle diese Dinge sind richtig. Coronaviren sind auch jedes Jahr dabei gewesen bei diesen Erkältungsfällen. Sie haben keine große Rolle gespielt und sie spielen auch in diesem Jahr keine große Rolle. Sie sind sogar so unwichtig, offenbar, dass die Routinebeobachter des Robert-Koch-Instituts sie gar nicht auf dem Zettel hatten. Die sind gar nicht mitgemessen worden in der Routine, weil man wusste, die sind nicht die gefährlichsten. Influenzaviren sind gefährlicher und die sind auch immer dabei. Nur, was ist denn jetzt neu? Neu ist eigentlich nur, dass nach dem, was man in Wuhan dort gemacht hatte, ich sagte, ich will das gar nicht bewerten weiter, aber ich hielt es schon für ein Theater, was da gemacht wurde. Doch, ich bewerte es. Da hat man nach einem Test geschrieben. Und das war die Geburtsstunde eines Tests, der in Berlin dann gemacht wurde von Herrn Drosten und seinem Team und der jetzt auch in Berlin hergestellt wird von dem Team von Herrn Drosten. Der wird zu Millionen in alle Welt verkauft. Und diese Tests, die sind praktisch das Neue. Die zeigen plötzlich, irgendwie sind die positiv. Und die sind positiv bei Gesunden und die sind positiv bei Kranken. Und die sind positiv sogar bei Sterbenden. Aber Leute waren gesund, Leute waren krank und Leute sind gestorben, auch ohne den Test. Und es sind in Deutschland auch nicht mehr oder weniger gestorben, seit wir den Test haben. Nur einige sind mit dem positiven Testergebnis gestorben. Und das ist dann ganz was Besonderes. Und das ist der Grund, weshalb wir solche Angst haben. Wenn wir den Test nicht hätten, würden wir nichts merken. Das ist immer noch so. Und jetzt sagen viele, aber was ist denn in Italien? Oder was ist in Madrid oder New York los? Was ist da passiert? Ja, da ist was passiert. Da ist das passiert, was bei uns jetzt auch langsam deutlich wird. Die Angst hat die Menschen verrückt gemacht, das Gesundheitssystem verrückt gemacht. Es werden Behandlungen dort durchgeführt, die völlig unsinnig sind. Wenn jemand jetzt ins Krankenhaus kommt, als alter Mensch, der hustet oder der irgendwas hat, dann wird sofort der Covid-19-Test gemacht. Und er wird sogar, falls er sterben sollte, neuerdings seziert. Früher wurde einer, der alt ist, der gehustet hat und gestorben ist, nicht seziert. Und heute findet man da auch was. Man findet zum Beispiel Lungenembolie. Da hat man früher gar nicht nachgesucht. Wissen Sie, wie groß die Sektionsfrequenz ist in Deutschland? Das sind 3,5% aller Menschen, die versterben. Die werden seziert. Und
die große Anzahl der Menschen, die alten Menschen vor allen Dingen, die sterben, ja, überhaupt, da interessiert sich keiner für. Jetzt ist das wichtig und plötzlich kriegt Covid-19 noch neue Gesichter. Plötzlich ist es auch was mit dem Gehirn oder ist es auch was in den parenchymatösen Organen. Also das, man denkt, die Ärzte wissen selber nicht, was Covid-19 ist. Und wenn man mal guckt, was es so für Erkrankungen gibt, dann hat sich nur eines verändert. Das ist die Angst. Das sind die psychisch Kranken. Das sind die Leute, die Alkohol trinken jetzt. Das sind die Leute, die verzweifelt sind, die depressiv sind. Das sind die alten Menschen, die allein sind, denen keiner hilft, weil es verboten ist, ihnen zu helfen, weil es verboten ist, dahin zu gehen. Und diese Menschen, die leiden. Und diese Menschen sterben. Und auch gesunde Menschen werden geschädigt durch das Lockdown. Wenn sie sich nicht mehr bewegen dürfen, wenn sie nicht mehr das tun dürfen, sich bewegen dürfen, sodass es ihnen Spaß macht, tanzen dürfen, mit anderen zusammen sein dürfen, Fußball spielen dürfen, sich treffen dürfen, Party feiern, tanzen. Das sind Bewegungen, die sind notwendig. Und wenn sie sich nicht bewegen, kriegen sie eine Thrombose. Sitzen sie auf dem Stuhl vor dem Computer und kriegen Gerinnsel in den Beinen und die gehen in die Lunge. Und dann haben sie plötzlich Lungenembolien. Das hat natürlich mit dem Virus nichts zu tun. Das hat was mit dem Lockdown zu tun. Es geschieht so viel Schaden durch diesen Lockdown. Er muss sofort beendet werden. Jeder, der diesen Lockdown aufrechterhält, macht sich schuldig. Und Sie sind hier versammelt. Und ich bitte Sie, gehen Sie zu Ihren Abgeordneten. Sagen Sie ihnen das. Sagen Sie ihnen das in aller Deutlichkeit. Wir haben unsere Macht den Abgeordneten übergeben, damit sie Regeln machen. Wir haben sie nicht übergeben, dass sie auf einige wenige Leute hören, von denen man gar nicht weiß, was sie überhaupt treibt. Dass sie auf Spezialisten hören, die die Welt durchs Mikroskop sehen. Es hat keine Diskussion stattgefunden. Es ist verdrängt worden. Menschen sind diffamiert worden. Wissenschaftler werden diffamiert. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Praktiker, ja? Aber es sind Wissenschaftler diffamiert worden, die hochrangig sind. Ich habe ganz viele Wissenschaftler, die mir schreiben, das sind hochspezialisierte Leute, die sind anonym. Die sagen, bitte benutzen Sie das, aber sagen Sie nicht, von wem Sie es haben. Leute aus allen Instituten, die schreiben mir, die haben ein schlechtes Gewissen, dass sie bei so einem Mist mitmachen müssen. Die Spitze des Robert-Koch-Instituts, die tut nicht das, wofür sie da ist, die tut nicht das, was ihr anvertraut ist, nämlich die Menschen zu schützen, sondern sie hört auf das und sagt das, was sie sagen soll, was die Politik ihr sagt, tu das. Und wenn sie es nicht tut, wird sie auch gefeuert. Das heißt, dieses Amt ist abhängig von der Politik. Und das heißt, wir können uns nicht auf das Robert-Koch-Institut, auf die Spitze des Robert-Koch-Instituts verlassen. Wir können uns auf die Statistiken des Robert-Koch-Instituts verlassen. Die laufen so wie immer. Das sind gute Leute. Aber leider nicht auf diejenigen, die immer nach oben gucken und sagen, was muss ich sagen. Und auch nicht auf die Wissenschaftler, die warten, dass sie Gelder von der Bundesregierung kriegen und deshalb nett sind und das sagen, was die Bundesregierung hören will. Da gibt es ganz viele von. Die Wissenschaft ist korrupt, weil sie nach solchen Geldern gucken muss, damit sie überhaupt forschen kann. Und das ist traurig. Die Staatsinstitute, das Kraftfahrtbundesamt, muss auf den Verkehrsminister hören, sonst hätten wir den VW-Skandal nicht. Das Robert-Koch-Institut muss auf Herrn Spahn hören, sonst fliege ich der Chef. Lauter solche Sachen sind da und die sind nicht in Ordnung. Das sind institutionelle Korruptionen, die darf es nicht geben. Wir wollen uns auf unsere Ämter, die wir bezahlen, die für uns arbeiten sollen, verlassen können. Die sollen transparent sein. Und das sind sie leider nicht. Dafür müssen wir uns einsetzen, dafür müssen sich unsere Abgeordneten einsetzen. Und ich hoffe, dass das besser wird. Und es wird besser werden, wenn Sie bei der Stange bleiben, wenn Sie weiterkämpfen dafür. Ich bin an Ihrer Seite und ich helfe Ihnen gerne. Und es gibt sehr, sehr viel aufzuarbeiten, wenn dieser Wahnsinn zu Ende ist. Und das ist auch hoffentlich bald. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Lieber Wolfgang Wodak, ich hoffe, dieser Applaus erreicht dich und du bist in unserem Livestream dabei und schaust jetzt zu.